So. Okay, na. Okay. Accept Cookies. Dann. So, Stream Update successfully. Wunderbar. Dann müssten wir jetzt eigentlich auch schon live sein, wenn ich das hier richtig interpretiere. Twitch. Breaking Electro News. So, mal sehen, ob das hier geklappt hat. Es sieht so aus. Creator Dashboard. So, die Banditos machen wir weg. Die Heras und die Prinzen. Und sagen einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Und holen jetzt auch mal den Discord direkt dazu. Die können sich ja jetzt auch mal äußern. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Ben-Challenge Stammtisch, ne? Beziehungsweise ich begrüße erstmal ein paar von euch. Also, Jordans, Tees, Marcel, Keize, Anton, Max, Hampes. TMC fängt schon mit Abos an, da gehen wir aber wieder dann im Verlauf des Streams irgendwann drauf ein. Otto, Erich, Sir Douglas, Rindy, Max, The Only, Real GG, Thorsten, der große Bär, Wir43, Licker. Wir43 ist ganz neu dabei, ne? Der ist auch, ich glaube, der war auch gestern im Chat das erste Mal dabei. Der war auch ein bisschen kritisch, der hat gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt, ne? Der hat sich Sorgen gemacht. Licker, Luca, der Hayes, Kilroy, Bad und Hamoka, einen wunderschönen guten Abend zusammen und auch alle anderen, die jetzt nicht genannt sind, unter anderem Solidator. Was ich jetzt erstmal mache, ich habe ja schon eine Michi-Stütz abgezogen wegen dem Folger, ne? Ganz klar, Folger schuld. Und jetzt mache ich aber 10 dazu, weil ich nämlich gestern zweimal Ionity statt Igitt gesagt habe und wir müssen ja hier auch ehrlich bleiben. So, wunderbar, da haben wir das und jetzt hole ich mal den Discord mit dazu. So, hier hat mir jemand was geschrieben. Den Pepper hat was geschrieben. Ah, okay. Ja, das können wir natürlich auch ein anderes Mal nochmal thematisieren im nächsten Stream. So, ich bin hier drin, genau. So, einen wunderschönen guten Abend, lieber Discord. Wollt ihr mal den Chat begrüßen? Hallo, Chat. Guten Abend, Chat. Guten Abend, Chat. Guten Abend, Guten Abend, Chat. Guten Abend, Chat. Hallo. Da scheinen schon alle Guten Abend gewesen an zu alle. sein. Ah, der Klaus noch. Also ich sehe gerade, Hippo Streaming schreibt, guten Abend in die Runde. Mein i3 möchte um die Wallbox mitfahren, kriege ich 3 Stunden extra. Hippo Streaming, es tut mir leid. Diese Veranstaltung des Race to Glory ist natürlich, das ist ungefähr so wie ein Golfturnier. Da machen natürlich nur die Reichen und Schönen mit, kassieren das fette Preisgeld ab und sind damit noch reicher. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch sage, ich verzichte für Bewerbungen bis 31. August auf die Teilnahmegebühr von 1000 Euro, ne? Ich werde nur immer noch ärmer, aber die Teilnehmer, die auch die fetten Autos dafür fahren, ne, die werden immer reicher. Das ist unser System, das ist Kapitalismus. Ich finde es auch nicht gut, ja. Ich habe mir den BMW i4 ja vom Munde abgespart, indem ich mich nur von meinen eigenen Fingernägeln ernährt habe. Aber die anderen, die da mitfahren, das sind bestimmt alles wohlhabende Menschen. Egal. Hallo Discord, hallo Discord. Genau, wäre ich doch nur schön, verdammt. Du bist bestimmt schön. Hippo-Streaming, du bist mindestens, hast innere Schönheit und wartest nur darauf, gewendet zu werden. Ne? So sage ich das immer über mich. Eure Armut kotzt mich an, schreibt er von Twitch. Die Schönen und Reichen und der. Ja, das ist. Der Licker hat eine gute Formulierung. Die Schönen und Reichen und der Veranstalter. Ja, so ist richtig. Gut. Wollt ihr, ich gehe mal davon aus, der eine oder andere von euch möchte seit gestern nach der Niederlage irgendwas raus in die Welt schreien über die Ben Challenge. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, lieber Discord. Wisst ihr, man wird vom Frank auf links gedreht, ne? Man wird gedemütigt, ja? Man wird mit dem nackten Hintern über den Asphalt gezerrt. Und dann wird man hier vom Discord im Stich gelassen. Kein einziger äußert sich. Wir könnten Es ja war nur ja sterben, Michael. jetzt auf einmal alle gleichzeitig. Ja, wer denn jetzt? Otto war zuerst. Ich habe gesagt, wir könnten ja nur feiern. Ach, du bist Genau. Tesla-Fan? Das wusste ich nicht. Okay, als Nee, nee, nächster war ja er. von Anfang an klar. Frank-Fan. Okay. Also, Otto ist Frank-Fan und der Erich sagt von Anfang an. Aber man muss wirklich sagen, jetzt mal ohne ins eigene, doch ich blase ins eigene, wie nennt man das? Ins eigene Horn will ich jetzt nicht sagen, weil sonst kommt ihr wieder auf irgendwelche blöden Ideen. Aber ich denke tatsächlich, dass hier diese Liste, die ich da mache, ne, die ist gar nicht so verkehrt. Also, die hat durchaus eine gewisse Aussagekraft, ne?
Ich glaube, dass man sich danach grob richten kann. Also was ich gern dabei hätte in Sachen Effizienz, ist halt zum Beispiel ein Skoda Enyaq, ne, beim Race to Glory. Ihr habt ja, oder Christoph, hast du noch zum Ben-Challenge irgendwas zu sagen, oder? Ja, wenn du schon tröstende Worte brauchst, also erstmal 15 Minuten Unterschied auf 1000 Kilometer ist jetzt eigentlich nicht viel. Genau. Und wenn man jetzt sagt, ich bewerte ein Elektroauto nur nach Reichweite und Ladegeschwindigkeit, das ist ja so, als ob man einen Computer nur nach der Megahertzzahl der CPU bewertet. Das ist ja auch nicht korrekt. Ja, oder nach dem Stromverbrauch noch, ne? Genau. Das, also beim, ich glaube, die Analogie, Christoph, ist nicht ganz so gut, weil beim Computer ist es ja eigentlich die Leistung und der Stromverbrauch. Nee, Betriebssystem ist doch überall gleich, oder? Oder was meinst du? Zum Beispiel, ob man da leicht eine Festplatte raus und eine neue dafür reinschieben kann oder ob man dafür das Motherboard ausbauen muss und so weiter. Das sind auch Sachen. Und wenn der dann statt 5,3 nur 5,2 Gigahertz hat, ja, dann ist das halt nicht so wichtig. Ja, okay, das stimmt. Also okay. Ich muss auch sagen, als Gesamtpaket, ne, zieht man vom Preis ab, würde ich meinen i4 nicht gegen den Model 3 tauschen. Auch wenn es schneller ist auf 1080 Kilometer, würde ich nicht mahnen. Otto? Hab ich sagen wollen, Michael, weil dann hat der Tesla haushoch verloren, wenn es nach dem geht, was der Christoph gesagt hat. Das würde ich auch nicht, bitte. Man muss schon auch die Geschmäcker berücksichtigen. Ne? Es gibt Leute, die finden den BMW, für dich, ja, also für ein Otto, aber das kann man nicht als allgemeingültiges Urteil stehen lassen. Weil es fahren so viele Model 3, ja? Und so viele Leute, die keine Ahnung von Autos haben, die können sich ja nicht irren, oder? Entschuldigung! War ein Spaß! Ich weiß nicht, ob der Frank da ist, aber ich glaube nicht, dass der Frank hier zuguckt. Das war natürlich ein Scherz, aber das Model 3 ist auch ein ganz hervorragendes Auto. Wobei ich auch glaube, dass Tesla da eine sehr hohe Marge hat, weil ich bleibe dabei. BMW zum Beispiel investiert mehr Geld in den Innenraum, in Displays, in Knöppes, als Tesla das macht. Und Tesla macht das mit dem großen Bildschirm beim Model Y und und beim Model 3 mit den ganzen Funktionalitäten darauf nicht, weil sie sagen, das ist um so vieles besser, sondern weil sie sagen, damit können wir uns die Knöpfe sparen. Ne? Wir können alles zentral steuern und damit erhöhen wir unsere Marge. Das ist meine persönliche Meinung. Das kann natürlich jeder anders sehen. Guck jetzt mal, was der Chat schreibt. Wenn ihr im Discord was habt, ne, meldet euch. Könnte Frank sich bitte umbenennen? In einem E-Auto-Kanal geht der Name einfach gar nicht. In einem E-Auto-Kanal geht der Name gar nicht, Frank? Achso, wegen Frank. Ja, stimmt. I4 gegen I4 wäre mal interessant, dann entscheidet der Fahrer. Ja, ich weiß nicht, ob man sowas sehen will. Ne? Ich muss auch zugeben, das habe ich vergessen auf YouTube zu sagen, in Sangerhausen war ich ganz schön unsportlich zum Frank. Weil der Frank war vor mir, der ist vor mir in die, da lief aber auch der Stream nicht, ne? Das hat keiner gesehen, nur der Frank und ich, aber der Frank hat sich wahrscheinlich gleich im Discord beschwert. Ich war auch nicht online im Discord, konnte es also nicht hören. Der Frank fährt ins Sangershaus, ich kann euch das auch mal zeigen, wie das dort aussieht. Moment, ich mach das gerade mal. Das war ein echter, ein ganz fieser Trick von mir, ne? Weil der Otto hat dem Frank gesagt, er soll doch immer zusehen, dass er die ganze Zeit hinter mir fährt und immer vor den Ladesäulen soll er mich überholen, weil er ja schneller fahren kann und soll bei mir vorbeifahren. So, in Unity, Sangershausen, warum zeigt er das jetzt nicht? Hä? Bin ich zu doof? Sind noch Zwischenrufe aus dem Discord zugelassen? Nochmal? Sind noch Zwischenrufe aus dem Discord zugelassen? Grade? Ja, bitte. Lieber Michael, ich wollte gerade sagen, lieber Unterlegener, aber ich dachte, so hart muss ich jetzt nicht sein. Ich muss ja mal sagen, was ich gestern schon gesagt habe. Haha, nochmal, Entschuldigung. Danke. Bitte. Und ich habe im zwischenzeitlich schon nach dem Stream auf YouTube oder während des Streams auf YouTube gerade mit einem Freund von mir telefoniert, der studiert Jura. Oh, und, du hast einen Freund, der Jura studiert. Stell dir vor. Hat er mal eben so getroppt, ne? Der feine Herr. Okay, weiter. Nach dieser unverschämten, ja, ich möchte es geradezu unterirdisch niederträchtigen Art und Weise der Regeländerung,
wird ganz offiziell Antrag darauf gestellt, auf die Protokolle, wie auf deine Seite zugegriffen wurde und was an Text angefügt wurde. Damit hier Gerechtigkeit herrscht, auch wenn du eine Niederlage gegen ihn, also gegen Frank eingestanden hast, ja, da muss offiziell 100-2 stehen. Punkt. Lieber Tobias, als Information für dich, die Internetseite wird bei uns von Ronny gepflegt, ne? Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, diese Regel, dieses Regelwerk ist auf Stein in Marmor gemeißelt und liegt im Original im Ben-Museum im Tresor. Und da kommen wir nur dran, wenn die gesamte Ben-Redaktion über Daumen-Fingerabdruck sich dort anmeldet. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, dass diese Regel schon weit vor der Veranstaltung gestern entsprechend auf der Internetseite vorhanden war. Die ist natürlich unverändert und der Otto und ich, wir sprechen auch immer wieder über die Ben-Regeln und der Otto ist auch immer wieder fasziniert, wie lange es die schon gibt. Und ich hoffe, der Otto kann bestätigen, dass es die schon lange in der Form gibt. Ich kann nicht lesen. Aha. Otto kann nicht lesen, er ist aha. Österreicher. Der einzige Zeuge, nach, was die sagt. Es ist alles gesagt dazu, was zu sagen war. Es steht weiterhin 100-1. So, und jetzt kommen wir zu Ionity. Jetzt auch, um zu zeigen, welche fiese Aktion ich da gefahren habe. Weil wie gesagt, der Otto hat gesagt, fahr immer kurz vor der Ladesäule an ihm vorbei, dann hast du auf jeden Fall immer einen freien Platz. Der Frank fährt hier rein, ne, und ich fahre hinter ihm her. Erst habe ich mir gedacht, blinkst mal nett, ne? Nicht, dass er weiß, welche Einfahrt. Oder vielleicht hat er vergessen, welche Einfahrt, weil ich ja das letzte Mal hier auch rumgeirrt bin. Das war, glaube ich, mit dem e-tron sogar. Also wir fahren beide hier rein, der Frank vor mir und er fährt hier in diese Bucht so leicht rein. Aber auch ein bisschen zögerlich, weil er vermutlich gedacht hat, der Michael, der wird irgendeinen fiesen Trick hier anwenden. Und das habe ich auch. Ich habe ihn dann nämlich, bin dann direkt mit dem Biber hinter ihm gefahren, ne, sodass er nicht drehen konnte und habe selbst gedreht und bin dann als erster an die Säule hier gefahren. Das heißt, ich konnte dann vor dem Frank einstecken, aber ich glaube, er hat sogar vor mir schon mit dem Laden begonnen, weil der Handshake bei ihm schneller geht. Aber da war ich richtig fies. Ich war da, ich habe also mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft. Aber es war auch dann bei diesem, das kann ich euch ja zeigen, das finden wir auch schnell. Michael Schmidt live. In Sangerhausen, ja, war mir gestern schon klar, das beiden. Wird nichts. Was sind das für Säule? So, wir gehen noch ein bisschen und vor. Genau. Mich darauf einlassen können. Seht ihr hier die, der hat ja diese hässlichen Ratsch und Fuchs sein. Moment, wir gucken mal. Eine Niederlage heute. Hallo Marcel, nein, ich werde heute wahrscheinlich eine Niederlage einstecken müssen, denn er lädt auch noch schneller. Und das war ja meine Hoffnung, dass meiner zumindest schneller lädt, aber ich lade nicht schneller, ich lade langsamer. Und das ist der Knackpunkt gestern gewesen. In meinen Augen war die Ladeleistung das Entscheidende. Das Model 3 hat in einer Art und Weise geladen, wie ich das nicht erwartet habe. Ich habe das Auto total unterschätzt. Und ich hätte aber einfach nur in die eigene Statistik gucken müssen, um zu wissen, dass es besser ist, den Frank nicht eine Revanche zu gönnen. Ne? Natürlich, Gott sei Dank, durchs Ben-Regelwerk hat sich an dem Zwischenstand Gott sei Dank nichts geändert, ne? Das wäre ja wirklich peinlich gewesen, aber mir war da in Sangerhausen, war mir klar, ich verliere das Ding. Als ich gesehen habe, wie diese Mühle da nebenan, ne? Dieses windschiefe, löchrige Ding da aus Kalifornien, wie das weg, die den Strom in sich reinsaugt, ne? Wie ein Changi das Koks durch so eine Röhre zieht, wenn man das hier so sagen darf. Also unfassbar, richtig geil das Auto, was jetzt das Laden angeht, die Effizienz angeht. Tesla Model 3 ist einfach, wenn man überlegt, wie das Auto ist ja auch schon ein paar Jährchen älter als der i4, ne? Und die haben, ich weiß aber nicht, wie ist das eigentlich mit den aktuellen Model 3s? Sind die auch so gut beim Laden oder sind die da schlechter? Weiß da jemand was aus dem Discord oder aus dem Chat? Also aus dem Discord weiß niemand was. Wenn ihr das im Chat wisst, schreibt es doch mal. Also, mal gucken, was ihr schreibt zu meiner schlechter Verlierer. Ist bekannt. Ja, ist so, Michael. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Welche HPCs können eigentlich 800 Volt? Da würde ich bei der Wahl darauf gucken in einem EV6.
Ionity können alle 800 Volt. Ich weiß gar nicht, ob die ENBW können nur 400 Volt, oder? Die meisten. Oder können die auch 800, Otto? Normal ist, wenn die voll aufgerüstet sind, sollten sie ja die 800 können. Also wenn sie 300 kW können, können sie auch 800. Ja. Okay, also 300 kW sollen, muss man davon ausgehen, dass sie 800 können. Das muss vor den Europäischen Gerichtshof, sagt der Tobias. Der kennt sich nämlich mit Jura aus. Er ist nämlich mit einem Jurastudenten befreundet. So, Tesla, sagt der Kimi, da gibt es hier keine hinterlegte Funktion. Michi hätte gewonnen, wenn Tesla mal das tun würde, was man von ihnen kennt. Brenn, Witzle gemacht. Eieiei. Hier, Leute, das auch mal als Info für euch. Was ich an Mails bekommen habe zu dieser Meldung von den 87, also in den USA 87 BMW i4 und BMW iX, die in die Werkstatt zurückgerufen wurden, ne, weil das jetzt auch nach Deutschland geschwappt ist, diese Nachricht. Und was ich da an Mails bekommen habe, nachdem ich das schon längst thematisiert hatte und gesagt hatte, das sind absolute Einzelfälle, mach doch nicht mit bei dieser Panikmache zu diesen wenigen betroffenen Autos, aber du kannst es nicht aufhalten. Das ist wie eine riesige Welle rollt das dann über die Medien hinweg, es wird Clickbait damit betrieben, aber mein BMW i4 ist nach heutigem Kenntnisstand nicht von dem Rückruf betroffen. Da werden Zellen ausgetauscht, die Leute warten 2-3 Monate auf die Autos, also das ist echt unglaublich. So, mal gucken, ob ihr was zur Ladeleistung schreibt. Ich fordere eine 100-zu-2 Petition, kannst du fordern, Bossi, aber du weißt ja, die Rennleitung, bestehend aus der gesamten Ben-Redaktion, hat da stundenlang getagt, ob wir die Regel in dem Fall anwenden, und wir haben gesagt, wir können nicht anders. Ne? Das ist also keine Einzelentscheidung von irgendeinem schlechten Verlierer, ne, der da in seinem Büro sitzt und denkt, wie rede ich mich da jetzt nur wieder raus, sondern es ist einfach eine Gruppenentscheidung gewesen. Nein, mir die 2019, nur die 2019, hä? Also der Herbert hat sich ja auch beworben, ne, für das Race to Glory, aber mit dem falschen Auto. Ich weiß nicht, Herbert war der i8 war von dir, ne, glaube ich, oder? Moment, so und zack. Report Poll. Vote. Ja, ihr könnt so viel abstimmen, wie ihr wollt. Interessiert. Oh, aber einer hat sogar 100-1 angeklickt. Also, Moment, wo waren wir? Stimmt das wirklich, 2019 sind die schnellsten? Ist das tatsächlich so? Sind dann spätere Fahrzeuge können schlechter laden als die 2019er? Das ist ja krass. Weil das 2019er hat mich total überzeugt. Die späteren, glaube ich, andere Zellchemie. Ja, und auch, es gibt ja auch unterschiedliche Zelllieferanten. Ne? Es ist ja nicht alles von Panasonic. Also der Frank hat wohl Panasonic. Pilot, kannst du mir mal sagen, wieso der Leistungsunterschied ist bei den unterschiedlichen Jahren? Also mit 2019 habe ich mir wohl auch blaue Mauritius unter den Schnellladern rausgesucht. Verraten wir nicht, schreibt der Achim, Ladeleistung. Wie lange lädt er mit 200 kW? Er lädt nicht lang. Wir können uns ja auch gerade mal... Also ich möchte es mal klar sagen, für mich lädt der BMW ausreichend schnell. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche unbedingt viel mehr Ladeleistung. Ich finde schon, dass der zu schnell lädt, um eine gemütliche Pause machen zu können. Ne? Aber ich zeige euch gerade mal die Ladekurve. Mir schicken ja immer Leute irgendwelche Docks von Björn Nyland. Da frage ich mich auch immer, ja, habe ich keine Docks oder was? Also ihr seht, die 200 wurde... Also hier bei 10% waren wir schon, aber bei 16% sind wir dann schon unter 200 gefallen. Also gerade mal 6% mit über 200 kW. Wobei ich glaube, gestern habe ich sogar vielleicht 2-3% länger mit über 200 kW teilweise geladen. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Plateau oder diese Höchstleistung nicht lange gehalten wird. Und du musst zwingend, wenn du auch gegen einen Gegner fährst, wie das Model 3 aus 2019, du musst schnell abhängen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste immer spitz auf Knopf fahren. Während der Frank konnte es echt entspannt angehen lassen. Und er hat sicherlich auch durch seine Laderei nochmal 1-2 Minuten liegen lassen. Also wäre der auch noch ein bisschen mehr auf Kante gefahren, der hätte noch 1-2 Minuten schneller sein können. Wobei wir beide auch Fehler gemacht haben. Ne? Ich bin bei Porsche falsch reingefahren. Der Frank ist in eine Tankstelle reingefahren. Ich habe mich in Hilden verfahren. Also da waren schon auch ein paar Schnitzer dabei. Zweimal bin ich an Ladesäulen gefahren, die defekt waren. Ne? Also 2-3 Minuten schneller hätte ich auch sein können.
So, die Albitronic ENBW können alle 800 Volt, sagt der Hippostreaming, sind aber teilweise nur mit zu wenigen Modulen ausgestattet und dann können sie nur 400 Volt. Inzwischen sind die neueren Model 3 quasi gleich, nur der Peak ist niedriger. Ja, wenn die durchschnittliche Ladeleistung passt, das hat man auch bei Ionity gesehen, weil der Frank auch bei Ionity ganz klar das bessere Tableau hatte. Muss man einfach sagen. Hat er gerade Ionity gesagt, hier darf ich das Hammerkar, ich darf es nur nicht in den Livestreams von unterwegs. Mein Vater sagt immer, der fährt so einen Tetzlaff. Ah, okay. Der i7 lädt bis 45% mit ca. 200 kW. Der hat aber auch einen größeren Akku, Marcel. Und deshalb lädt er da länger die höhere Leistung. Und die 200 kW oder die 205 kW ist ja das Maximale, was bei 400 Volt rauszuholen ist. Da sage ich euch aber auch ganz ehrlich, das reicht. Ich glaube nicht, dass man unbedingt für die meisten Elektroautos 800 Volt braucht. Da glaube ich nicht dran. In Vormund schreibt jetzt noch, schlimmer ist, dein BMW ist ja ein Risiko, nur 4 Sterne im NCAP-Crashtest. Bitte lass das Model 3 jetzt aktuell mal im NCAP-Crashtest durchlaufen. Da wirst du sehen, in Vormund auch, das Model 3 wird garantiert nur 4 Sterne kriegen. Weil das wird von Jahr zu Jahr verschärft und im gleichen Jahr wie das Model 3 hätte der BMW auch die volle Punktzahl gekriegt. Der Erhabene lädt niemals bei Evigo, die Säulen stehen nur bei McDonald's. Ja, das ist so. Vielleicht brennt er dir gerade aus, trotz, ja, aber Max, wir müssen da ja nicht, müssen wir auch noch immer Witze darüber, ja, es ist, über Humor kann man streiten, aber ich finde, wir als Elektroautofahrer, dass wir Witze über brennende Elektroautos machen, nee, also ich mach das nicht. Ich weiß, habe ich schon mal einen Witz über brennendes Elektroauto gemacht? Ich glaube nicht. Let's Fets All Time, schreibt der Rocky Money. Genau. Bud schreibt, das gleiche wie über BMW wird über den Taycan verbreitet, fehlerhafte Akkus und angeblich schweigen alle das Thema tot. Aha, okay, vielleicht ist es ja so, ich weiß es nicht. Aber das habe ich auch schon mal gehört, aber ich verbreite es nicht weiter oder habe ich schon mal weiter verbreitet, ich hoffe nicht. Die Panasonic waren am schnellsten, die LG hatten meist so 170 kW Peak. Das ist schon krass, oder du kriegst ein Model 3 und hast Glück oder Pech, je nachdem von wem der Akku kommt. Also... Und das sind doch Informationen, die man haben muss, womit ich wieder bei der Petition bin. Ne? Die aber auch schon über 1000 unterschrieben haben und ich mache da aber dann das Video und die Briefe dazu, wenn dann ein bisschen saure Gurkenzeit ist. Im Moment habe ich zu viel Content. Kenne nur meinen von Dezember 2021, sagt der Pilot. Da ich fast nie mit 0% am Supercharger ankomme, kann ich maximale Laderate gar nicht sagen. An ENBW 350 kW Charger lädt er mit 175 kW los. Denke, die zwei Ladestecker teilen sich die Ladegesamtleistung von 350 kW. Das ist aber nur, wenn auch noch ein anderer ansteckt, Pilot normalerweise. Also, aber der Hexer hat Long Range mit LG 2021, lädt aber auch im Peak mit 230 kW los. Fällt dann zwar schnell ab, sagt er, aber wenn dann das Tableau ganz gut ist, ne, dann ist das trotzdem noch in Ordnung. 230 kW reicht doch völlig, finde ich auch. Also natürlich, wenn es nur kurz ist und er dann auf 150 fallen würde, dann kannst du es auch wieder in die Tonne treten. Aber ich finde diese Ladeleistung, auch wie macht das Tesla eigentlich? Weil ich dachte immer, bei 400 Volt ist tatsächlich bei 205 Schluss. Weiß das jemand, wie das dann überhaupt möglich ist, dass das schneller auch noch geht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Mal weiter gucken. Der Nerdy Olli schreibt, wir haben uns für den aktuellen Eberlingo entschieden. 36 Minuten von Reserve bis etwa... Was ist denn Eberlingo? 36 Minuten von Reserve bis etwa... 36, ich kann nicht meckern. Nach 3 Stunden Fahrt will man auch mal stehen. Was ist denn ein Eberlingo? Keine Ahnung. Renault Berlingo. Ach, der Elektro Berlingo. Okay. Die 230 nur ganz kurz, also bring nicht so viel. Okay. Du hast übrigens gestern zweimal Ionity gesagt. Ich habe schon, wenn du vergleichst, Max, den Stand mit vorhin, ich habe schon 10 drauf addiert. Alles gut, war doch nur ein Scherz, der absolut nicht ernst gemeint. Weiß ich doch, Max. Weiß ich doch. Aber wenn wir auch noch das Thema irgendwie pushen, ne, ich bin halt, aber das ist jedem selbst überlassen. Wer die Witze macht, macht die Witze. Ich will gar nicht, du kannst ja Humor nicht verbieten. Ne? Da hat jeder seinen eigenen. Aber ich will halt nicht dieses Thema noch pushen, weil mir das schon so auf die Nerven geht, dass man so oft darauf angesprochen wird. Nein, ich habe keinen Content, wobei gestern, das war doch lustig, oder? Es war doch spannend. Sag doch mal, Disco, es war doch lange spannend, bis Sangerhausen zumindest. Nee, nicht mal das bestätigen sie, die lassen mich heute echt hängen.
Ja, ich also kann, als ich dazugekommen bin, war die Sache halt schon rum. Jetzt kann ich dir das nicht bestätigen. Okay. Ja, ich muss halt sagen, wir sind dann bei Porsche, kam dann der Frank aus dem Kreisel raus, wo ich gerade in den Kreisel reingefahren bin. Ne? Dann habe ich ihn nochmal vor dem letzten Ladestopp, habe ich ihn nochmal überholen können. Ne? Hab dann aber, ja, halt, da hatte ich dann, glaube ich, so 10 Minuten Rückstand auf ihn. Und er hat dann auf der Bahn sicherlich noch 5 Minuten rausgeholt, weil er halt schneller fahren konnte. Ich musste halt spitze auf Knopf da auch wieder fahren und musste dann ein bisschen sparen. Citroën e-Berlingo. Wir wollen das ja richtig sagen. V3 Supercharger hat maximal 650 Ampere. Hat CCS nicht 500 Ampere Begrenzung? Ja, kann sogar sein, MS1909. 500 Ampere, könnte sein. Ja, aber 500 Ampere mal 400, oder? Korrekt. Durch 1000. Ja. Das sind 200 kW. Wie macht Tesla das? Tesla macht... V3 fahren sie mit 650 statt mit 500 Ampere. Ja, aber wenn der Stecker nur 500 Ampere aushält, ist doch CCS. Das scheinbar nicht. Sowohl der Tesla-Stecker als auch das Tesla-Kabel, weil es so kurz ist, dürfen mehr machen und auch die Ladebuchse im Auto hält das aus. Deswegen dürfen sie den Standard überschreiten. Das ist elektrisch sicher. Und wenn du jetzt mit einem anderen Fremdfahrzeug lädst am Tesla Supercharger, dann ist maximal 200. Danke für die Information, Christoph. Das ist das Erste, was ich höre, weil ich mich halt mit Nischenherstellern nicht so auseinandersetze. So. Ja, ich suche da gleich nochmal einen Link zu raus. Nee, damit hier. Das genau erklärt. Christoph, genauer als du es jetzt und verständlicher als du es jetzt erklärt hast, kann das kein anderer erklären. Also, ich fand, das war super erklärt. Du könntest auch als Dozent irgendwo arbeiten. Der Stecker hält mehr aus, also im Standard spezifiziert, ist ja nicht verboten, schreibt der Licker. Genau. Superchargers sind keine Standard-CCS. Wären 200 kW, sagt der Maxim. Also hier wird es nochmal bestätigt. Ist ja auch nur kurz, das Kabel, Andi, genau. Nischenhersteller BMW. Warte mal. BMW verkauft, glaube ich, immer noch mehr Autos in diesem Jahr noch als, also zumindest im letzten Jahr. Wir gucken mal 2021. Wobei, dieses Jahr könnte schon eng werden. BMW Auslieferungen 2021. So, BMW. Wie viele Autos hat BMW 2001? Also, BMW hat 2.213.000 Autos verkauft. Tesla letztes Jahr, ich glaube, 1,5 Millionen. Und dieses Jahr peilen sie, glaube ich, die 2 Millionen an. Kann das sein? Also, wenn BMW noch über 2 Millionen verkauft, haben sie immer noch mehr. Natürlich nicht nur Elektroautos, muss man auch sagen. Ne? Also kann man nicht sagen, Nischenhersteller BMW. Fontwit schreibt, Tesla wird aber wohl die Kabel verlängern, damit die Fremdmarken laden können. Weiß ich nicht. Von Twitch, weiß ich nicht. Die stellen die Ladesäulen ja mittlerweile eher so mittig und auf halber Höhe der Parkplätze auf, womit es dann auch zahlreichen anderen Marken möglich ist, dort zu laden, wobei Nasenlader dürfen sich immer noch schwer tun. Wie viele Elektroautos verkauft BMW denn? Über 100.000, glaube ich. Bud Terrence, 12 Millionen? 12 Millionen? Kein Hersteller verkauft 12 Millionen Autos, nicht mal Toyota. Ob BMW irgendwann verschwinden wird, werden wir sehen, Kim. Gute Nacht, Leute, und kommt gut in die neue Woche. Frank, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Schöne Arbeitswoche und schaff nicht so viel. Ne? Der Frank ist ja mit seinem Bus aufgetaucht, als ich da nach Hilden gefahren bin. Und da stand ich noch am Straßenrand. Da tauchte er plötzlich auf. Zufälle gibt's, oder? Also Wahnsinn. Die alten Model S hatten Doppellader, die konnten 22 kW, ja, bezüglich AC. Das musste man das nicht extra bezahlen? Oder ging das nicht auch nachrüsten? Da war doch irgendwas. Licker schreibt, die Kabellänge bei Tesla beginnt eh nicht in der Säule, da die Elektronik nicht in der Ladesäule ist. Okay, also er meint, die Kabel sind länger. Nein, sollten andere Marken sich anpassen, also Tesla, Kim will nicht, dass die Kabel länger werden. Wieso sollten sich Nasenlader schwer tun? Die müssen ja nicht rückwärts an die Säule fahren. Ja, aber dann stehen sie nur halb in der Parklücke. Weißt du, das meine ich. Sind schon V4 Supercharger angekündigt worden? Wir können ja mal gucken. V4 Supercharger. Erste Information über V Accept All. Guck mal gerade.
Aber auch bei Tesla geht die Entwicklung weiter. Also ich habe jetzt teslamac.de offen. Eine Erhöhung der Supercharger-Leistung auf bis zu 350 Kilowatt ist schon angekündigt. Und offenbar plant das, bla bla bla, 250 kW bei V3. Für Tesla kündigte Elon im Vergangenen 350 Kilowatt. 30 in Europa brauchte... Aber konkreter steht nichts von Kabellänge. Mal gucken, Kabel. Bei den alten V2-Säulen, genau, kamen zusätzlich Kabel. Für die USA eine Lösung mit zwei Kabeln. Moment, jetzt geht es nicht weiter runter. Nee. Nee, also von der Kabellänge steht nichts da. Ich packe euch den Link mal gerade in den Chat. Könnt ihr ja selber nochmal gucken. No, und der Elon hat da auch auf Twitter was gepostet. Das seht ihr hier. Das war am 8. Juli 2022. Structural Design of Tesla Precast Foundations Supercharger Post V3 V4 Dual. Also es müssen wohl immer noch mit zwei Steckern auch sein, weil es ja auch noch alte Tesla Model S gibt und Model X. Also auch das Tesla Model S Performance irgendwas vom Christian braucht auch noch einen Adapter, damit er laden kann. Wird es Tests zu NIO oder BYD geben? Also wenn ich die Autos kriege, auf jeden Fall, Hunsen. Das Problem ist halt, dass ich keine Autos kriege. Ich muss um jedes Auto kämpfen. Bei XPeng habe ich ja jetzt zumindest mal ein Video gemacht, das aber leider von den Views auch nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft habe. Ich weiß nicht, ob das XPeng ausreicht. Ich möchte auch XPeng machen, aber ich kann es im Moment nicht sagen. Auch NIO würde ich gerne machen, aber ob ich die Autos kriege, ist es eher zu bezweifeln. Karl Günther, wolltest du was sagen? Weil man hatte ich kurz gehört. Wohl doch nicht. Okay. Die Firmware spielt auch eine Rolle, schreibt der Hexter. Ja, wieso immer noch V3 nur einen Stecker, CCS? Ich kann nicht sagen, was bei Tesla... Ich kenne mich mit Tesla halt echt nicht aus. Die alten Teslas haben Adapter. Ja, der Christian hat auch mit Adapter geladen da bei unserer Verbrauchs-Challenge. Ne? Das sind aber übersetzt der amerikanische Artikel und ich glaube in Amerika wollen sie jetzt auch auf den CCS-Standard umsteigen vom Tesla-eigenen Standard oder sowas. Vom Typ 1. Also ist dann... Ja, die wollen alles auf CCS umstellen. So ist es, glaube ich, ne? Ja, aber in Amerika ist der Typ 1 CCS, nicht Typ 2 CCS wie bei uns. Haben einen anderen CCS-Standard, aber alle Autos sollen das kriegen, glaube ich, damit dann auch die Supercharger für andere, glaube ich, auch kompatibel sind. Und dann muss es irgendwie einen Adapter geben für die Bestandsfahrzeuge, was natürlich auch doof ist. Kim schreibt die neuen... In Amerika ist der Bestand ungleich größer als bei uns, weil ja, ja alles noch... Ah, ich weiß ja, wie sie es machen wollen, ohne die Leute zu verärgern. Die neuen haben nur noch CCS an Superchargern, stehen immer Tesla-Mitarbeiter, die Adapter und Umbau am alten Tesla anbieten. Immer? Echt immer? Ach, das ist ja krass. Hier kannst du mal rumklicken, sind echte Daten von Leuten, die da mitmachen. Tesla locker, was ist das? Ach, das sind Ladekurven. Ach, das ist ja interessant. Komm her, da gucken wir jetzt mal rein. Tesla locker. Model 3 Long Range Supercharger. Machen wir mal 10 Minuten Charging. Okay. Sehen, ob da was passiert. Aber warum Model 3 Long Range? Also hier... Das sind ja die Kurven wahrscheinlich, ne? 5%. Da ist ja kein einziger dabei, der da über 200 ist. Ah, Supercharger V3. So, jetzt. Aha! Der Frank hat mich voll fertig gemacht mit einem schnelleren Auto. So, 251, 250. Und guck mal, wie lang die... Das ist, wie soll ich denn gegen so ein Auto gewinnen? Alles über 200, dann fällt es erst langsam ab. Und ich bin hier bei 40% bin ich bei... Bin ich da überhaupt noch bei 100? Ne, da bin ich bei 120, 125 kW. Und da sind die Kisten noch bei über 180. So wie wieder Frank. Ionity. So, okay. Es ist genau die Kurve vom Frank. Da fing er dann langsam an abzubauen, genau, über 40. Und bei ihm lohnt es sich auch noch bei 50 zu stehen, weil er dann immer noch schneller ist als ich, und zwar deutlich schneller. Dafür hat der E4 ja auch mehr Verbrauch, das wissen wir nicht, Licker, das warten wir mal ab. Mach mal Supercharger V3, jawohl, habe ich gemacht. Gestern stand hier bei mir in der Straße einer der ersten importierten...
HiFi X, da können sich die deutschen Autobauer warm anziehen. Habe ein paar Fotos gemacht, soll ich sie dir zuschicken? Duke, auf jeden Fall. Und schreibe auch mal 2-3 Zeilen dazu, in welchen Umständen und was du von dem Auto oder von den Bildern oder von dem, was du wahrgenommen hast, was du davon hältst. Also im Prinzip hat der Frank mit dem deutlich besseren Auto mit einem massiven Vorteil einen sehr knappen Sieg herausgefahren. Wenn ich das so formulieren würde, dann würden jetzt alle sagen, schlechter Verlierer. Aber wenn ich das hier sehe, ne, muss ich schon sagen, dass es jetzt keine Überraschung ist. Ne? Für mich schon, weil ich das so in der Form tatsächlich nicht gekannt habe. Ich kannte natürlich meinen Ben-Index hier, ne, und hier die Kilometer-Ladeleistung. Ja, dass der Unterschied bei so groß ist bei niedriger Ladeleistung, bei niedrigem Akkustand. Ja, aber da ist nichts zu machen. Da geht es dann nur noch über den geringeren Verbrauch. Und ob die Anzeige vom Frank wirklich realistisch ist, ne? Das steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht habe ich ja sogar weniger Verbrauch, trotz der offenen 19-Zoll-Felgen. Das warten wir mal ab. Der Frank will mir auch noch aus dem Datenlogger die Daten zur Verfügung stellen. Ökosystem mit Chargers. Wichtig ist alles wichtig, Kim. Aber da muss man ja auch klar sagen, ich habe ja rein auf Ionity und ENBW gesetzt und da kannst du flott unterwegs sein. Kim, du wirst doch auch zugeben, dass der Unterschied jetzt nicht wirklich eine Welt ist, sondern dass das schon in einem Rahmen ist, wo man sagen kann, eigentlich kann man beide Autos kaufen und damit Langstrecke machen. Und in meiner Realität kommen solche Langstrecken ja nur selten vor. Wenn, dann fahre ich mal nach Norddeutschland oder ich fahre mal nach Süddeutschland, übernachte dann dort auch irgendwo und dann sind das 500, 600 Kilometer, die ich am Stück fahre. Mehr fahre ich sowieso nicht und das kann ich immer ganz in Ruhe, ohne Hektik, mit einmal Nachladen problemlos absolvieren. Er kann noch schneller, wenn nur bei Superchargern lädt. Ja, aber dann müssen die halt auch entsprechend vorhanden sein. Ne? Und das war halt nicht gegeben. Ja, Kim, es kommt... ja, Max, es kommt auf jeden Fall noch ein Video mit Daten. Also ich mache kein Video, wo wir jetzt am Fahren sind oder so, weil ich habe nicht mitgefilmt. Hätte ich noch mitgefilmt, hätte ich auch noch Zeit verloren übers Filmen. Und das wollte ich auf keinen Fall riskieren. Das war ja beim e-tron so. Ich wäre mit dem e-tron auch nochmal ein ganzes Stück schneller gewesen, hätte ich nicht gefilmt. Dadurch habe ich immer ein paar Minuten verloren bei jedem Ladestopp. Und deshalb ist das schon sinnvoll, das Filmen wegzulassen. Aber ich möchte auf jeden Fall auch eine Auswertung machen. Also ich sehe ja zum Beispiel auch alle Ladevorgänge. Müssen wir auch mal gucken, habe ich noch gar nicht geguckt. Müsste ich in der BMW-App auch sehen können. Gucken gerade mal. So, Ladehistorie. Laden. Also ich sehe zum Beispiel, wie viel ich insgesamt mit dem Auto geladen habe, 396 Kilowattstunden. Ladehistorie. Heute, gestern. Da ist nicht alles drauf. Gestern 23:06 Uhr. HPC Ionity. Und das sind auch die 17 Minuten. Genau. Also ich sehe hier, aber die Euro sehe ich nicht. Also die Beträge hat er noch nicht berechnet scheinbar. Aber ich sehe hier die ungefähr nachgeladenen Kilowattstunden. Ne? Und damit kann ich natürlich, wollt doch mal wissen, wie viel ich insgesamt nachgeladen habe bis Eichenzell. Also ohne Nachladen in Eichenzell, interessiert euch das? Dann tippe ich das schnell mal auf. Weil so viel ist es wahrscheinlich gar nicht. 16.27 Uhr, 8 Minuten. Ich sehe auch die Ladezeiten. Ne? Kann ich ja auch mal rechnen, wie die durchschnittlichen Lade... Also hier zum Beispiel... Bei Ionity habe ich mal 41 Kilowattstunden in 14 Minuten. Wie viel sind 60, wenn 14 mal 41? So, und da habe ich immerhin mit einem Durchschnitt von 176 kW geladen, ne? 11 Minuten 34 Kilowattstunden. So, wie viel sind 60, wenn 11 mal 34? Hier, durchschnittliche Ladeleistung 185. Also das ist schon, also ich denke schon, dass ich das Maximale rausgeholt habe. Wir gucken jetzt aber mal, wie viel ich insgesamt verbraucht habe. Also 26 plus 29 plus 41 plus 34 plus 35. Nee, ich sag Kilowatt und Dings an, dann schreibe ich beides im Excel mit und habe gleich die durchschnittliche Ladeleistung über alles. 199, habe schon eingetippt, Erich, ich mache das ja sowieso nochmal ausführlich. Also 199 Kilowattstunden habe ich nachgeladen bis Eichenzell. Ich will ja dann auch, dass die Leute noch das Video gucken, Erich. Deshalb mache ich das lieber dann in Ruhe. Aber vielen Dank. Also ich wollte dich jetzt nicht vor den Kopf stoßen.
199 Kilowattstunden. Natürlich die initiale Ladung müssten wir auch noch mit dazu nehmen. Also 200 Kilowattstunden. Initial sagen wir, er war fast voll, nicht ganz voll. Also machen wir 80 mal 96, 94, weil ich ja noch 2% drin hatte, mal 0,94. Sagen wir mal 75 Kilowattstunden, also 275 Kilowattstunden. Wie viel sind 100, wenn 1082 mal 275? Also dann haben wir einen tatsächlichen Verbrauch laut Ladesäule von 25,4 Kilowattstunden. Inklusive dem, was ich zu Hause schon drin hatte. Also, das ist so ungefähr das, was ich verbraucht haben sollte. Und laut Bordcomputer waren es 23,7 oder 23,4. Das sind die Ladeverluste. Das kann sein, dass das die Ladeverluste sind. Mich interessiert halt brennend. Und ich weiß, ich habe auch mit dem Otto viel hin und her diskutiert. Wir reden dann auch immer ein bisschen aneinander vorbei, weil wir beide unsere fest eingefahrene Meinung haben. Ich will unbedingt wissen, das sind die Felgen, die ich mir holen will wahrscheinlich. Und ich zeige euch das mal. Die sind halt auch wieder sehr, sehr teuer. Aber ich muss einfach jetzt auch mal sagen, wenn ich mal was rausfinden will, ne, dann muss ich halt jetzt auch mal investieren. Ich habe sie für 2006 Euro schon gesehen. Hier bei Lebmann kostet sie 2182 Euro. Das ist wohl der Normalpreis. Und diese Felgen hier, ne, diese 858, das ist das Aerodynamikrad von BMW. Das wäre ohne Aufpreis in meinem M-Paket dabei gewesen. Und ich hätte auch nie die 19 Zoller dazu konfiguriert, sondern ich hätte diesen Felgensatz genommen. Und wenn er hier guckt, da ist immer hier, jedes zweite Feld hat hier dieses Segel mit integriert. Ne? Also es ist ähnlich gelöst wie bei Mercedes. Und ihr seht auch hier das Felgenhorn, also da, wo jetzt nicht der, obwohl doch, das ist alles ähnlich. Ne? Also ich gehe aber davon aus, dass auch hier der Innenbereich ein bisschen weiter reingeht. Ne? Und dass die halt dann nicht so offen ist wie die Felgen, die ich habe. Wir können ja gerade nochmal gucken, ob ich die finde, die ich habe. Und noch. Einmal runter. So. Winterkompletträder. Entschuldigung. I4 haben sie nicht gesondert. Gehen wir hier auf den. Mal sehen, ob ich das schnell finde. Also das ist das Rad, was ich mir kaufen will, was halt sehr teuer ist. Ne, sehe ich hier nicht. Mal, dann gehen wir in den Konfigurator und zeige ich euch das nochmal im Konfigurator. Und ich will unbedingt wissen, wie groß ist der Unterschied? Hätte das vielleicht sogar diese krachende Niederlage verhindern können, wenn ich mit dem i4 gefahren wäre? Das Modell hier, ne? Das, was wir gerade hier gesehen haben, Moment. Also ich bin der Ottos Meinung. Du glaubst nicht, dass es viel ausmacht? Nein. Okay, wir werden das sehen. Und ich werde es so machen, ne, dass ich mit den 19 Zöllern eine Verbrauchsrunde fahre, dann die, ich werde die wahrscheinlich in den Kofferraum packen und, oder ich mache es an zwei Tagen, dann kann ich es selbst wechseln, habe ich wieder 60 Euro gespart oder 70. Und dann werde ich mit der 18 Zöllern die gleiche Runde fahren und dann wissen wir, wo so ungefähr die Unterschiede sind, ne? Und Auswahl in neuem Auswahl bestätigen, genau. So, und das sind jetzt erstmal die Räder, die ich drauf machen lassen möchte, ne? Und die meiner hat, die kosten 950 Euro Aufpreis, das sind die hier. Und die haben halt überhaupt keinen Aero, ne? Speiche, Bicolor, die haben nichts mit Aero und die haben halt Aero, ne? Obwohl sie gar nicht mal so großartig unterschiedlich aussehen. Mal gucken, ob der, also das Modell, was ich ja hatte, und jetzt gehen wir nochmal zurück in den Konfigurator. Oh, Beratung, Modelle, da seht ihr das Modell, was ich hatte, ne? Das hat die 19 Zöller, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Und diese 19 Zöller haben diese auch, diese abnehmbaren Kappen. Nee, halt hier. Diese Kappen hier kannst du wohl auch abnehmen. Aber das ist natürlich nochmal, ist auch ein 19 Zoll Rad, aber ist natürlich deutlich aerodynamischer als das Rad, was ich drauf habe. Das kriegst du nur mit dem M-Paket, kannst du hier gar nicht auswählen. Und ich denke, wenn ich die Felgen drauf gehabt hätte, das hätte einen Unterschied gemacht. Aber wir werden es ausprobieren. Wenn der Erich und der Otto recht behalten, haben sie recht, aber ich glaube, die irren sich. Die haben ja auch nicht viel technisches Verständnis. Woher sollen die es wissen? So, mal gucken, was ihr schreibt. Egal ob 250 kW oder 150 Gesundheit, 150 kW, die 10 Minuten Zeitgewinn spüre ich null, lieber gemütlich. Roman, das, was wir da machen, auch bei der Band Challenge, hat ja keinen wirklichen Sinn, ne?
Das ist Gaudi. Da geht es einfach nur um Gaudi, um Spaß, um Unterhaltung und um am Stammtisch sagen zu können, ja, aber der Frank mit seinem Model 3 2019 hat den BMW i4 links gemacht. Ne? Darum geht's. Es geht nicht darum, ja, wie soll ich sagen, wirklich was Weltbewegendes da zu ermitteln. Auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug, sagt der Wiet 43, mit Ioniq 5, ah, da geht es um die Ioniq 5, hoffentlich, gehe ich davon aus. Neue Felgen, neues Auto, immer noch zu offen, sagt der Lenzer Andi. Sieht wenig aerodynamisch aus, geschlossen wäre besser. Ja, aber das sind halt jetzt Original-BMW-Felgen, ich will es probieren. 3D-Drucker macht es möglich. Na, und dann verlierst du auf der Autobahn die Dinger und sie fliegen in die Scheibe von jemandem. Wenn man jetzt einen 3D-Drucker hätte, dann könnte man die ja selbst machen. Könnte ich, aber ich habe Skepsis, dass das dann hält. Auch gerade bei unterschiedlichen Temperaturen neigt auch unter Umständen das Material sich zu verformen, dazu sich zu verformen. Sondern Marc sagt mal eine kurze Frage. Zu welchem Arzt kann man im laufenden Betrieb am besten gehen, um ein Sprunggelenk untersuchen zu lassen? Keine Ahnung. Die 19er sehen besser aus. Ja, aber 950 Euro, großer Bär, ich bin mir da nicht sicher. Wir tauschen die Reifen in Eichenzell auf dem Parkplatz, sagt der Lenzer Andi. Also die Reifen nicht, meinst du die Räder? Ich mach doch keinen Räderwechsel auf dem Parkplatz in Eichenzell. WLTP-Reichweite im BMW-Konfigurator ändert sich kaum beim Wechsel der Räder, sagt der. Aber die haben unterschiedliche EPA-Angaben in den USA, glaube ich. So, der TK760 schreibt, der Konfigurator gibt auch eine ungefähre Vorschau zu den Verbräuchen. Die effizientesten Räder von den größeren Formaten sind die 855er, dann gehen wir mal 800 BMW, 855. Man kriegt da auch irgendwo Bilder, Alufelgen. 855. Ja, aber hier sieht man die, die darf ich aber nicht fahren. Ne? Wenn das die sind, 850, die werden gar nicht angezeigt hier, das ist ja auch erstaunlich. 727, gibt es die überhaupt? 855, sagst du? Die scheint es gar nicht zu geben. Also ich habe die 858, ne? 17 eher und den 852, ja, 852, die 17 Zöller, das kann ich mir schon vorstellen. Das sind die hier, ne? Aber nach meinem Kenntnisstand, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, darf man diese Alufelgen nicht auf der Sportbremse fahren. Und ich habe halt die Sportbremse. Bei mir in den Papieren stehen auch die 17 Zoller drin. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der 17 Zoll Satz bei mir aufs Auto passt. Und da sage ich euch auch ganz ehrlich, mir ist zwar das gute Abschneiden beim Race to Glory wichtig, ne? Aber so wichtig, dass ich auf so ein Auto 17 Zoller klatsche, ist es mir dann doch wieder nicht. Die 855er sind die mit dem Dreieck. Die werden mir nicht angezeigt. Oder sie wurden angezeigt, ich habe es nicht kapiert. Ja, also der Hammerkar schreibt es gerade auf, für 2 oder 3 kW würde ich nicht auf schöne große Felgenreiben verzichten. Also das sehe ich auch so, dass ich mir jetzt 17 Zöller auf dem BMW i4 klatsche, das ist schon, das wäre ein bisschen, Mooncaps in 18 Zoll, Mooncaps, okay, danke für die Infos, da werde ich morgen mal schauen. Wonach schaust du, Max? Ach, wegen Ärzten, okay. Das sind die im Vorschaubild, ich weiß aber nicht, welche es sind, ich weiß es nicht. Egal. Tut es aktuell noch sehr weh. Da geht es wieder um den Riss oder um das Gelenk. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall mal gute Besserung, ne? Das tut mir ja leid, dass du da Probleme hast, aber ich kann da echt nicht Betriebsarzt oder so, ne? 18 Zoll sollen es schon sein, schreibt da der große Bär. Ja, tut noch weh, schreibt da Max. Also bitte alle mal ein Ohr aus dem Discord. Oh. Oh. Wie ist der Christoph macht mit. Oder Karl auch. Karl, nochmal. Oh. Danke. Oh, lieber Max. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man eine Sportverletzung hat. Meine Frau hat 6 Wochen erwischt. Mit was? Knöcherner Bänderabriss. Oh. Aber wieder völlig intakt, alles wieder gut? Ja, ja, ja. Auch beim Sport oder bei irgendeinem Hausunfall? Treppe. Treppe. Eine Treppenstufe ja. Übersehen. Einmal doof aufgekommen, ne, und schon ist es passiert. Ja. Hey, seid nicht so laut, sonst denkt mein Nachbar wieder, ich guck Pornos. Der war gut. Alle sagen gute Besserung. Das ist doch schön. Das hilft schon, wenn wir nur einen Gedanken bei ihm sind. Allein das.
Benderis, schreibt der Airbag42. Bitte mal einen Daumen hoch dafür im Chat. Benderis. Versteht ihr? Ah, der war gut. Hatte ich zweimal, jedes Mal ins Krankenhaus, war beste Entscheidung, sagt der Killer. Hast du mal operieren lassen, ne? Ich habe ja hier, ne? Hier ist ja auch eine Mordsnarbe. Seht ihr das? Ja, das könnt ihr, glaube ich, sogar erkennen. Von der, und die Platte ist noch drin, jetzt fast 3 Jahre. Macht keine Probleme. Manche sagen raus damit, manche sagen drin lassen. Tja, ich glaube, ich lasse drin, weil es war auch eine ganze Zeit taub hier. Ne? Es fühlt sich zwar immer noch ein bisschen merkwürdig an, aber so gut wie es jetzt ist, wer weiß, ob es dann nach einer OP und beim Rausmachen wieder so gut wird. Da war der Zwillingskopf. Was? Da war der Zwillingskopf. Was meint der Hexer denn damit? Caps. Der Ex-Westfale. Ja, das wäre natürlich das Allerbeste, ne? Ich weiß nicht, das sind wieder lizenzierte Bilder. Dann in den USA waren die mal interessant, Michael, also Ex-Westfale. Da sollten sie das Gesicht operieren und haben die Schulter erwischt. Wir 43, gestern hast du dir noch Sorgen gemacht und mittlerweile kommst du auf unser Niveau runter. Was ist denn da los? Da wir 43 war auch vom Stream, glaube ich, nicht so richtig begeistert. Der hat, glaube ich, gedacht, wir treiben da irgendeinen Unsinn. Aber ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass das, so wie wir es machen, also keine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs darstellt. Ne? Also es wird vernünftig gefahren. Wir fahren zwar auch mal 180, ja, vielleicht ist der Frank auch mal 190 gefahren, aber wirklich auf leeren Straßen, wo es erlaubt ist. Also es ist kein Rennen, was wir da fahren. Nee, alles gut, schaue schon einige Jahre da. Ach echt? Warum bist du mir noch nie aufgefallen? Hast du deinen Nick geändert? Merkwürdig. Also ich finde, dass wir die Streams im Großen und Ganzen, klar, ich habe dann mal gewendet, wo eine durchgezogene Linie ist, darf man eigentlich nicht wenden, keine Frage. Dann bin ich einmal, habe ich den LKW noch vorm Abbiegen überholt, ne, wo es zu den Ionity-Säulen ging, also ab und zu drehe ich schon ein bisschen durch. Aber ja, im Großen und Ganzen geht's, glaube ich. Im Chat bisher wenig geschrieben, ja, aber bisher bist du mir nie aufgefallen. Der Fred schreibt, Michi, du hattest übrigens gestern im Stream gesagt, dass nach einer Autobahnauffahrt neue Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzung stehen müssten, sonst wäre es offen. Das stimmt so nicht. Wenn du bereits auf der Autobahn bist, gilt für dich weiterhin die letzte Begrenzung. Nee, nee, ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, Moment, wir gucken jetzt mal. Tempolimit, Autobahn nach Auffahrt. Wenn du auf die Autobahn auffährst und in der Auffahrt ist ein Schild mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung, dann gilt diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. So, also wir versuchen das jetzt mal zu ergründen. Wenn du aber auf der Autobahn unterwegs bist und du bist an einer Auffahrt vorbeigefahren und dann wird das Tempolimit nicht wiederholt, was vorher gegolten hat, ist das meiner Meinung nach aufgehoben. Aber wir gucken jetzt mal, vielleicht habe ich was Falsches gesagt. Gelten die empfohlen, also wir sind jetzt bei ruv.de, was ist das hier? R&V, wir sind bei der R&V, also die müssen es ja wissen. Ich möchte mich heute mit einem Thema beschäftigen, das mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich auf eine Straße einbiege. Gelten die empfohlenen Richtgeschwindigkeiten auf der Auffahrt oder kann ich heizen so schnell ich kann, nur weil kein eingeschränktes Verkehrsschild oder Richtgeschwindigkeit gilt immer? Eine Richtgeschwindigkeit, aber eben auch nur empfohlen. In Deutschland gibt es keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Genau, so sieht's aus. Aber wenn du dann einen Unfall baust, ne, also zum Beispiel mit Schweinen, kann es sein, dass du am Schaden beteiligt wirst, obwohl du gar nicht dafür kannst. Natürlich darf, wenn nicht anders beschildert, diese Geschwindigkeit auch überschritten werden. Allerdings könnt ihr nach Überschreiten der Richtgeschwindigkeit ja, mitverantwortlich gemacht werden, sieht so aus. Was für das Schnellste zutrifft, trifft auch, es ist eine Mehr zu glauben, es gäbe auf Deutschland auch eine Mindestgeschwindigkeit. Diese 60 km/h gelten nur für Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Bauart nicht schneller als 60 km/h fahren. Die einzige Geschwindigkeitsvorgabe an die Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h. Okay. Die Unklarheitsprobleme mit der Geschwindigkeit bei Auffahren oder Abbiegung besteht auf der Bundesstraße nicht. Hier gilt ja generell Gerichtsurteil. So, Fazit. Nach Einbiegen in eine Strecke ohne Kenntnis des Streckenverbotes gilt also folgendes, die Wiederholung der Schilder nach Einmündung ist zwar gebräuchlich, aber nicht strikt vorgeschrieben. Einbiegende Fahrer fahren ohne Ortskenntnis, kann kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie das Streckenverbot nicht beachten. Hallo! Falls ihr also geblitzt werdet, müsst ihr nachweisen, dass ihr zum einen Auffahrende wart und zum anderen ortsfremd seid. Ja, also, aber hier steht noch nicht so richtig die Lösung. Ich würde, wenn ich nach einer Auffahrt, ja, auf einer Autobahn, aber wir gucken jetzt, ich will es ja mit der Autobahn auffahren. R&V bin ich ja selber wir, ne? Wir wollen das, wann gilt ein Tempolimit als aufgehoben? Autozeitung. So, aber ich mache hier mal gerade weg, weil das sonst
Na, aber ich schicke euch den Link, könnt ihr mitlesen, ne, dass ich hier irgendeinen Unsinn erzähle. Hier, der Hotbird schreibt gerade genau das, was ich meine. In Einzelfällen kann es vom TÜV Thüringen zufolge vorkommen, dass ein Tempolimit an einer Auffahrt nicht wiederholt wird. Wer hier auffährt und die Geschwindigkeitsbegrenzung dadurch nicht angezeigt bekommt, kann auch nicht wegen einer Geschwindigkeitsübertretung belangt werden. Für alle anderen Autofahrenden gilt das Tempolimit nach einer Einmündung, Kreuzung oder Autobahnauffahrt jedoch nicht als aufgehoben, auch wenn kein neues Verkehrsschild darauf hinweist. Wer trotzdem aufs Gas drückt, aha, okay, also dann haben wir hier folgendes Problem. Der Michi hat sich nicht deutlich genug ausgedrückt, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, dass das nur für den Auffahrenden gilt, wusste ich nicht. Und ich finde das auch eine absolut inakzeptable Situation. Denn es kann ja nicht sein, dass du ein Tempolimit von 80 hattest auf der Autobahn, mal als Beispiel. Und du fährst mit 80 dahin. Also zum Beispiel der Frank und ich, wir waren gestern auf einer Autobahn unterwegs, wo 120 galt. Wir haben uns auch an die 120 im Großen und Ganzen gehalten. Also ich bin 128 laut Tacho gefahren, was laut GPS 125, glaube ich, ist. Oder 124 oder irgend so, 123. So, jetzt fahre ich 120. Und jetzt fährt so ein Tesla Model 3 AWD-Fahrer mit seinem Model 3 auf die Autobahn auf. Und alle fahren 120. Und er bläst mit 230 da lang. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Das wäre dann wieder so eine Regel, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich würde immer sagen, wenn ich da geblitzt würde, ich bin auf die Autobahn aufgefahren. Und da sollen sie mir erstmal nachweisen, dass das nicht stimmt. Den Stream würde ich natürlich sofort offline nehmen, das ist ja klar. Ist der andere Link. Dann muss der Sollmenge mal klären. Dann ist die Lösung simpel. Die Auffahrt hebt den Verkehr, der schon vorher auf der Strecke war, die Begrenzung nicht auf. Damit gilt aber für alle anderen die letzte Anzeige. Hippostreaming, die letzte Anzeige gilt, die 120. Ich, wie gesagt, bin immer davon ausgegangen, allein schon von der Logik. Allein von der Logik kann es für mich nicht sein, dass ein Tempolimit nach einer Einmündung weitergeht, wenn es nicht wiederholt wird. Weil der Einmündende automatisch das Tempolimit nicht hat. Tut mir leid. Ich frage mich auch oft auf der Autobahn, ob es ein Limit... Übrigens, der BMW hat da auch kein Tempolimit mehr angezeigt. Ne? Wie lang dauert es denn auch, bis man es wieder wiederholen muss? Es reicht ja auch nicht, wenn man... Wie oft muss ein Tempolimit auf der Autobahn wiederholt werden? Gucken. Außer als bis zu späteren Aufhebung auf der Autobahn oder an der nächsten Auffahrt. Ah, ja, habe ich es nochmal. Stimmt nicht. Der TÜV schreibt, der ADAC schreibt es auch nochmal. Stimmt nicht. Ja, aber das ist doch Käse. Das ist doch Käse, was die da schreiben. Also gut, das ist bestimmt richtig, ne? Aber für mich als Autofahrer nicht nachvollziehbar. Okay. Das haben wir soweit erstmal geklärt. Was ich jetzt aber mal machen muss, ihr seht, ich sitze die ganze Zeit schon recht unglücklich da. Warte mal, habe ich den Text noch? Text. Da ist er. So, ich muss kurz, Leute, sonst passiert ein Unglück. Wir machen dann gleich Liegestütz.
Okay. Jetzt geht's mir wieder besser. Ist der Druck erstmal weg, ne? Hab heute auch viel getrunken, weil ich auch Rad gefahren bin bei der Hetz. Ne? Immerhin über 50 Kilometer, aber es war schon grenzwertig. So, man hört alles. Es sollte auf Autobahnen sowieso zwei Tempolimits geben, 80 km/h für Verbrenner und 350 km/h für E-Auto, schreibt der Christoph. Dann kannst du meine Mail von gestern zu dem Thema Geschwindigkeitsbegrenzung an Auffahrten... dann gucke ich auch mal, wer das ist mit dem Wir 43. Also, ich rudere zurück und sage, man kann sich bei so Autobahnauffahrten locker rausreden, wenn man geblitzt wird in so einem Szenario, in dem man sagt, ich bin auf die Auffahrt da aufgefahren. Und das ist halt dann schwierig für die Behörden, das Gegenteil zu beweisen, ne? Ich gehe aber auch davon aus, dass die in so einem Szenario hoffentlich nicht blitzen würden. Wobei, manche von euch kennen ja vielleicht das Video zu den Blitzen, wo ich mit dem Volvo XC40 geblitzt wurde, wo stand Tempo 70 auf Einfahrt, ne, oder Ausfahrt, und ich nach der Ausfahrt dann schneller als die 70 gefahren bin, und mittlerweile ist das Schild geändert, da steht jetzt nur noch Tempo 70. Aber gut, das gibt es schon bei uns. Bei Eagle 100 darf man als Elektroauto so 130 fahren, aber ich glaube nicht wir Deutschen, ne? Da brauchst du irgendwie ein extra... nur Österreicher dürfen das. Nein, dürfen wir. Ach, seit wann das? 20. Und wie unterscheiden die, ob's... Ach, man wird dann geblitzt, muss aber kann dann Papiere zeigen, dass es voll elektrisch ist. So war es, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ja, du hast recht, ich erinnere mich wieder. Darf aber kein Plug-in-Hybrid sein. Ja, es muss rein elektrisch sein und du schickst deine Fahrzeugpapiere und dann kriegst du wieder Strafzettel erlassen. So, beim Fahrer, ja, wie will er das denn beweisen? Also das finde ich schon, da würde ich ja vors Menschenrechtsgericht in Den Haag würde ich da ziehen. Ja, das weiß ich auch nicht, wie man das beweisen will. Wenn du nicht mit einer Cam fährst, kannst du es eigentlich nicht beweisen. Aber ja. Das OLG Hamm sagt, du musst beweisen, dass du aufgefahren bist. Und dann gilt für dich natürlich das Tempolimit nicht. Mit dem interessanten Effekt, dass du zwei verschiedene Tempolimits dann hast. Und das darf in meinen Augen nicht sein. Dagegen würde ich gegen das Grundprinzip würde ich schon klagen. Da würde ich auch echt auf die... Ja, Oberlandesgericht ist, aber vielleicht ist das schon letztinstanzlich. Ja, aber in meinen Augen... Das sind die Freunde vom Dr. Schepper. Die lassen sich sowas einfallen, die Jurastudenten. Ja, da wo du als Normalsterblicher mit ein bisschen logischem Denken sagst, oder wenn du da geblitzt wurdest, ne, dann holst du dir, dann fährst du nochmal zurück, ne, machst die Dashcam an und machst eine entsprechende Aufnahme. Musst halt einen Zeitstempel rausnehmen, ne? Ja, das muss eine Dashcam mit amtlich geeichter Uhr ja, das sein. Auch noch. Ja, nicht eine, die du auf Amazon bestellen kannst. Ja, das auch noch, ja. Alle frisieren. Das muss eine sein, die mit der Atomuhr in Brüssel verbunden ist. Gut, haben wir, also ich denke, wir haben heute alle, das ist wieder ein sehr lehrreicher Twitch-Stream. Ne? Darauf vielen Dank, Christoph, dass du das alles so schnell rausgesucht hast. Also du bist ja echt blitzschnell, das ist ja unfassbar. Ja, wir hier müssen... in Norwegen ist das Internet so schnell. Ah, das wird sein. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was denn hier los? Wir gucken mal, wo es losgeht. Hier geht's los. Also, wir machen jetzt Liegestütz, Michi-Stütz, ne? Wie gesagt, normal Stunden da 13, aber der Volker hat vorhin eine, der Volker war es, ja, eine Michi-Stütz verloren, weil er gewettet hat. So, also, Green Mungo sagt Hallo zusammen vor einer Stunde. Halt. Vielen Dank, very appreciated in sad times. Der Wir hat ein Foto da gelassen. Danke, Wir. Der TMC hat subscribed und schreibt Hallöle. Hallöle zurück. Und das schon in 12 Monaten. Der Erich, ja, die treulose Tomate ist auch mal wieder da. Hat im 28. Monat auf Stufe 3 abonniert. Stufe 3 bedeutet 5 Liegestütz. Thank you very much. Very, very appreciated in sad, sad times. Gut ist nur, dass es weiter 100:1 steht, weil sonst wäre das ja unerträglich mit den schlechten Zeiten. So, Rindy hat 100 Bits gecheert. Lieber Rindy, thank you very much, very appreciated in sad, sad times. Und Christoph hat auch gleich mal 5 Community-Subs rausgehauen. Vielen Dank, lieber Christoph, very appreciated in sad, sad times. Er sucht also nicht nur raus.
Er verschenkt auch noch Abos. Vielen Dank dafür. Der Jürgen hat im 29. Monat abonniert, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Vielen Dank. Very appreciated in ZZ Times, lieber Jürgen, der in jede Öffnung krabbelt, wo ich gar nicht reinpassen würde. Der Elektro-Nerd hat im 19. Monat auf Stufe 1 abonniert. Elektro-Nerd, thank you very much. Very appreciated in ZZ Times. Eine Liegestütz. So, dann haben wir den Thorsten, der 600 Bits. Der Thorsten hat, glaube ich, ein bisschen Mitleid mit mir. Ich glaube, der Thorsten fühlt den Schmerz und fühlt auch, dass ich jetzt über längere Zeit von euch gebullied werde und verarscht werde, weil ich verloren habe. Aber ich habe ja zurückverarscht, Thorsten, ne? Also mit dem 100:1 habe ich ja auch wieder die Kurve gekriegt. Alle regen sich jetzt über mich auf. Das heißt, die ärgern sich und nicht ich muss mich ärgern. Also vielen Dank für die 600 Punkte, für die 600 Bits, lieber Thorsten. Wir würden sowas nie machen. Ja. Sehen wir mal, wie das im September, am 3. September beim Bandtreffen wird. Dann hat der Jörg 100 Bits gecheert. Der Herr Christoph 100 Bits. Der Green Monko 400 Bits. Und der Hoko nochmal 100 Bits zusammen. 1, 2, 3, 700 Bits. Thank you very much. Very appreciated in ZZ Times. Dann der Achim haut noch eine Michi-Stütz hinten mit drauf. Ne? Das ist natürlich klar vom Tesla-Fahrer. Wer hätte was anderes erwartet? Der Holger hat im 8. Monat abonniert. Nichts dazu geschrieben, lieber Holger. Thank you very much. Very appreciated in ZZ Times. Der Ex-Westfaler hat im 16. Monat auf Stufe 1 abonniert und schreibt, und das, obwohl ich hier ständig gemobbt werde, du bist doch der größte Mobber hier. Vielen Dank, lieber Michael. Very appreciated in ZZ Times. Der Fire Smoke Flavor, also ein Grillfan, hat im 19. Monat auf Stufe 1 abonniert. Fire Smoke Flavor. Thank you very much. Very appreciated in good, good, in ZZ Times. Nicht gut. So, Airbag 42, eine Michi-Stütz. Nach der Niederlage müssen wir den armen Jungen mal runterstützen. Sehr witzig. Nee, dafür bedanke ich mich ja nicht. Der Jürgen hat 200 Bits gegiftet. So, und jetzt kriegen wir auch schon den Hype-Chain angezeigt. So, wo ist mein Stift? Braun Stift. Gut, dass ich hier Ordnung habe. Das heißt also, wir haben jetzt 1600 Punkte. 1600 Bits. Sehr schön, vielen herzlichen Dank dafür. Jürgen, danke für die 200. Ich hoffe, ich hatte das jetzt mit. Dann der beste DJ überhaupt auf ganz Twitch, Dr.Beat_Samse, hat 100 Bits gecheert. Vielen Dank, lieber Frank. Nicht zu verwechseln mit dem Tesla-Frank, der mich da abgeledert hat. The Only Real GG hat gefollowt. Danke dafür. Der Roki hat ein Abo dagelassen im 18. Monat und schreibt Let's Fets All Time. Gutes Motto, vielen Dank, Roki. Eine Michi-Stütz. So, der Marco auch mit einer Michi-Stütz. Schreibt 100:2. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Der Baschi hat im 16. Monat abonniert und schreibt nichts dazu, lieber Baschi. Thank you very much. Very appreciated in ZZ Times. Der Nerdy Olli hat gefollowt. Da auch vielen Dank dafür. Der MacF hat im 8. Monat abonniert. MacF, thank you very much. Very appreciated in ZZ Times. The Bernhard hat im 17. Monat abonniert, auch nichts dazu geschrieben. Auch hier wieder, thank you very much, very appreciated in ZZ Times. Der anonyme Gifter hat seinem Namen alle Ehre gemacht und ein Community-Sub gegiftet. Thank you very much, very appreciated in ZZ Times, lieber anonymer Gifter. So, und jetzt kommen hier 1, 2, 3 Michi-Stütz. Also, die Herrschaften sollen sich alle in Grund und Boden schämen. 40 Michi-Stütz schon. So, dann hat er Fation 2070 15 Bits gecheert. Danke, Fation, für die 15 Bits. Schreiben wir uns auf. So. Der Marcel hat 10 Bits gecheert. Vielen Dank, very appreciated. Schreiben wir uns auf in ZZ Times. Und der Charlie hat ein Follow dagelassen. Auch da, vielen herzlichen Dank. So, jetzt mache ich erstmal ein paar Michi-Stütz weg. Ne, 40 schaffe ich natürlich nicht auf einmal, aber mal sehen, was jetzt noch geht. Nach der anstrengenden Fahrradtour. So. Thank you.
Rekord! 42 Migi-Stütz! Neuer Rekord! 42 Migi-Stütz! Neuer Weltrekord! Noch nie zuvor! Oh, ist das warm hier unten? Boah, hier kommt warme Luft raus, Leute! Noch nie zuvor hat ein Mensch 42 Migi-Stütz auf einmal gemacht! ...70 Grad hat die CPU. Und das, obwohl sie nicht rendern muss. Also, der Freund läuft ziemlich auf Anschlag. Mal sehen, was die Grafikkarte sagt. Also, nur 60% ausgelastet und 70 Grad. Alter Verwalter, sagt die Grafikkarte. Grafikkarte ist bei 49, das geht noch. Aber hier kommt die Wärme aus dem PC. Da wird geheizt, Leute. Ah. So, friert ihr was von der Luft für den Winter ein? Ja, das müsste ich machen in Vormund, das wäre eine gute Idee, wenn das ginge. Altherrenbewegung immerhin, aber, ne? Heil Schlomo. Da müssen wir auch wieder mal aufpassen, wer das ist. Wer ist denn Schlomo? Ist das irgendein Unanständiger? Hoffen wir mal, dass der Schlomo kein Unanständiger ist. Gut, liebe Freunde, wir müssen jetzt auch jemanden reden. Ich muss jetzt auch noch von den Kanalpunkten, muss ich noch zwei dazu machen. Aber Account erst mal 6 Stunden erstellt. Moment. Erich, ich hab die Kopfhörer nicht auf. So. Was hast du gesagt, Erich? Account erst vor 6 Stunden erstellt auf Twitch. Ja, wir warten mal ab. Ist ja jetzt, wenn er negativ auffällt, dann wieder gelöscht. Also, rausgeworfen. Ich habe keine Ahnung, wer Schlomo ist. Also. Ja, Schlomo ist ein glaube ich, ein Name, der in Israel sehr geläufig ist. Im Herbst kommt die RTX 4090 raus oder so, 800 Watt. Damit ist das Winterwärmeproblem behoben. Ja, ich gucke ja, das kommen ja schnell. Ihr müsst auch noch vorschlagen, wem wir reden sollen, ne? Aber genau, ich muss auch noch eine Michi-Stütz vom Mike. Guts Nächtle sagt er mit einer Michi-Stütz. Sehr charmant. Ich will ja, also ich glaube, preis-leistungstechnisch, ich will natürlich wieder nicht viel ausgeben, ne? Ich habe ja für die Grafikkarte, die ich jetzt drin habe, habe ich GTX versus. Ich zeige euch mal den Vergleich. Die beiden Karten, Moment, GPU Benchmarks. Also ich habe mir letztes Jahr für zu viel natürlich, ne, weil ich hatte keine Wahl. Ich wollte unbedingt DaVinci Resolve dann einsetzen, weil ich von meinem Grafikprogramm die Schnauze voll hatte. Und habe mir die GTX 1660, die normale, ne, die Ti. Ja, die normale irgendwo. Ne? 1660, wo ist sie? Die haben gar keine normale. Okay, ich habe die normale OC aber, also leicht übertaktet. Und ich will die eventuell gegen die 2060 austauschen, ne? Weil die nochmal ein Stück schneller ist und mehr Arbeitsspeicher hat. Aber wenn ich jetzt hier den Unterschied sehe, der ist nicht groß genug, ne? Das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Dann lieber mehr Geld in die Hand nehmen und noch einen größeren Leistungsgewinn, ne? Wobei im Moment tut es die noch für mich, ne? Also das Schneiden funktioniert. Ab und zu habe ich ein paar Hänger. Durch die neue Version von DaVinci Resolve ist das Rendern deutlich schneller geworden. Ich habe erst gedacht, ich hätte falsche Einstellung gewählt beim Rendern, aber nein, das ist deutlich besser. Irgendwie nutzt ja die Architektur besser aus. Aber die Temperaturen hier machen mir schon ein bisschen Sorgen. 69 Grad. Doch Respekt für 42. Danke, Kilroy. Ich bin auch echt etwas überrascht. Raiden Simsalabims. Hat man den schon mal? Mal gucken, wer das ist. Gucken wir mal. Twitch. Simsalabims. Simsalabims. Ist auch wieder eine junge Dame irgendwie, schlagt ihr immer noch. Das ist ja noch ein Kind. Darf die um die Uhrzeit noch auf sein? Fall Guys mit der Community. Also die Dame ist noch sehr, sehr, sehr jung. Ach, das ist die Dame mit den Vögeln, die dann so ekstatisch das gefeiert hat, ne? Ist eine Hübsche mit zwei Papageien und einer Stimme bei der Gläser zerspringen. Ja, die hat auch so rumgequietscht. Ja, wollen wir die nehmen, Fall Guys? Es kommt sonst kein anderer Vorschlag, dann nehmen wir die Dame, ne? Die freut sich dann wieder, sagen wir mal, etwas unnatürlich. Etwas überschwänglich. Das ist die Papageienfrau, genau. Könnten wir jetzt wieder einen Witz machen, den machen wir aber nicht, weil wir haben Niveau. Hier herrscht Niveau vor. Moment, wo muss ich da jetzt draufklicken? Da muss ich draufklicken, genau.
So, wir wechseln also rüber zu SimsalaBims, Red Channel. Lieber Discord, wollt ihr mal Tschüss sagen zum Chat? Tschüss. Gute Nacht, Chat. Gute Nacht, bis morgen und ich hoffe, ihr habt alle einen Feiertag morgen auch. Gute Nacht. Hoffe ich auch. Guten Abend. Ich bedanke mich beim Discord für die rege, für das rege Schweigen. Wenige Ausnahmen wie der Christoph zum Beispiel haben mir heute wieder mal den Arsch gerettet. Vielen Dank, lieber Christoph. Aber auch an den Rest natürlich ein herzliches Dankeschön fürs Boykottieren und fürs Mobben. Und auch an den Chat ein herzliches Dankeschön für die vielen gemeinen Witze auf meine Kosten. Dabei bin ich doch ein ganz Lieber. Ich sag tschö mit Ö, wir sehen uns. Ciao. Raid now.